Wer ist denn heute der oder die jüngste Zuschauer? Gibt es einen jungen Mann unter 18 heute hier? Hand hoch. Ah, da meldet sich einer. Wie heißt du? Sag nochmal. Hallo Florian, wie alt bist du? 14. Florian, weißt du, als ich 14 war, da war ich so alt wie du. Nein, als ich 20 war, habe ich mich verliebt in eine Krankenschwester. Klar, im ersten Pflegepraktikum praktisch unausweichlich. Und die war 40. Und erst war es total romantisch, dann kam diese kleine Stimme im Hinterkopf und sagte, Eckart, denk dran, du bist 20, sie ist 40, sie ist doppelt so alt wie du. Wenn du mal 40 bist, ist sie 80. Dann war es aus mit der Romantik. Die gleiche Geschichte gibt es übrigens auch in einer anderen Version, die ich eigentlich fast noch schöner finde. Ein Paar, sehr jung, verheiratet mit 20, ist 40 Jahre glücklich verheiratet. Und da erscheint ihnen zu ihrem beiden 60. Geburtstag eine Fee. Und die Fee sagt, ihr habt beide einen Wunsch frei. Und die Frau sagt, boah, dann wünsche ich mir eine Weltreise. Habe ich immer von geträumt. Und pling, hat sie die Tickets für eine Weltreise in der Hand für zwei. Der Mann guckt die Frau an, guckt die Fee an, sagt, darf ich mir wirklich alles wünschen? Sagt, ja. Ja, dann wünsche ich mir eine Frau, die 30 Jahre jünger ist als ich. Und pling, ist er 90. Was ist das? Man kann nur sagen, achte auf deine Ziele, du könntest sie erreichen. Nein, unsere Obsession mit dem Älterwerden, die macht ja auch in den Drogeriemärkten nicht halt. Ja, überall steht heute Anti-Aging drauf, als wäre es eine Krankheit, älter zu werden. Hey, man hat doch nur ein Problem, wenn man nicht 60 wird. Aber Anti-Aging klingt so, als wenn das irgendwie funktioniert. Das ist alles Quatsch. Das Einzige, was ich fürchte, ist, dass es irgendwann mal funktionieren könnte. Dann wird ihr Körper jünger, aber ja nicht ihr Geist. Irgendwann haben wir alle Alzheimer, der Körper kommt rückwärts in die Pubertät. Plötzlich kannst du wieder, weißt aber nicht wozu. Mein Zahnarzt fragt mich neu so vorwurfsvoll, wann haben Sie das letzte Mal Zahnseide benutzt? Und ich dachte, du warst dabei. Ja? Es kommen so kleine Zipperlein. Auch bei mir, klar. Neulich wache ich morgens auf, habe so ein Pfeifen im Ohr. Und ich denke, Mist, das ist jetzt der Tinnitus. Und dann merke ich, wenn ich aufstehe, wird das Pfeifen lauter. Denn es kam vom Kühlschrank. Ich hatte nachts die Tür offen gelassen. Dann war ich zuerst sehr erleichtert, dass kein Tinnitus ist, aber dann dachte ich, Alzheimer ist auch doof. Also, man kann nicht mehr alles richtig machen. Alt ist man erst dann, wenn man sich beim Schuhe zubinden fragt, was könnte ich noch erledigen, wo ich schon mal da unten bin. Das finde ich eine sehr gute Definition. Und natürlich ist auch so ein bisschen so, wie alt du bist, das definieren auch andere. Ja? Wer von Ihnen hält sich für jünger, als er ist? Okay, eigentlich alle. Ja? Manchmal bist du auch der Einzige, der darauf reinfällt. Neulich in meiner Heimatstadt Berlin, ich sehe eine Frau im Supermarkt, ich denke, verdammt, woher kenne ich die? Ich spreche sie an, sie kommen mir irgendwie bekannt vor, lange her, Schulzeit? Und sagt, ja, sie kommen mir auch bekannt vor, helfen Sie mir, was haben Sie damals unterrichtet? Das tat schon ein bisschen weh. Und da dachte ich, es ist Zeit, dich mit der Zeit und der Endlichkeit zu beschäftigen. Wenn das Leben endlich ist, dann fangen wir endlich an zu leben. In der ersten Hälfte des Lebens opfert man die Gesundheit, um Geld zu verdienen. Und in der zweiten Hälfte des Lebens opfert man das ganze Geld, die Gesundheit wiederherzustellen. Voltaire. Und ich sage, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn du verstehst, du hast nur eins.